Oh, Hector. Oh, Doppel-Hector. Double Penetration. Ich weiß nicht, ob ich damit zu schnell klarkomme, Hector. Das geht mir alles gerade ein bisschen zu schnell. Wir hätten vielleicht noch kurz essen gehen können. Das ist wirklich überhaupt nicht kinderfreundlich, Hector. Wenn da hier mal jemand zu Besuch kommt, dann bist du aber ganz schön gefickt, wenn da jemand unterfällt, mein Freund. Da bist du gefickt. Ich will auch nicht in den Shockroom gehen. Ich habe gehört, da ist gut voll weh, weil das, man ist ständig geschockt, weißt du? Hey, Kinders, was geht denn bei euch? Willkommen zurück zur vierten Folge, Hector. Und... Ist da was geglänzt? Das... Right. Hä? Right? Left. Hä? Twos. Was? Twos? Was labert der? Was habe ich jetzt? Right, left, twos. Hallo? Oh Gott, gleich kommt irgendwas... Geht durchgesprungen. Was will der? Was schreit der rum? Tu es, was oder tu es? Ist das ein Deutscher oder was? Was habe ich hier gerade rausgepopelt? Leckere kleine Sahneschnitten? Nun ja, Leute, hört mir genau zu. Die erste Folge des überkrassen Penisprojekts von Big Wallen und mir ist jetzt online auf seinem Kanal. Die ganze Chose wird über eine sehr lange Zeit gehen und es wird immer eine Folge bei ihm, eine Folge bei mir, eine Folge bei ihm, so hin und her. Nicht die gleichen. Ihr müsst Folge 1 bei ihm schauen, Folge 2 bei mir, Folge 3 bei ihm, hin und her. Wir werden jeder eine Playlist erstellen, die ihr anschauen könnt. Somit müsst ihr nicht die Kanäle wechseln, sondern das wechselt von alleine. Ihr schaut einfach das Video und merkt gar nichts davon, wenn ihr im Fullscreen seid. Okay? Ich verlinke das Video hier unten und es sollte ein Riesenspaß werden. Gut! Gruseln wir uns weiter. Alle, die ganz große Angst haben, sollten jetzt vom PC weggehen. Das Video mal natürlich durchlaufen lassen, ist klar, Zuschauerbindung. was ist da unten für ein Wichslumpe da? Also hier ist bestimmt gleich jemand, der mich ultramäßig erschreckt. Warum kann ich hier Essen holen oder? Ich kann hier einfach aufmachen. Ah, das ist ja fantastisch. Ich habe mein Dashlamp dabei und hier ist ja sogar voll das Licht. Mann, guck mal, ich kann hier sogar hochgehen. Auf den Zementsäcken ist man am sichersten, habe ich gehört. Gut, gehen wir mal weiter. Hier ist bestimmt zu, ne? Fuck. Leute, ich habe so Schiss schon wieder, ne? Ich sehe schon kommen, wenn ich Resident Evil spiele, werde ich wahnsinnig. Ich werde einfach wahnsinnig dann. Gut, ich meine, ich habe bis jetzt jeden Resident Evil Teil gespielt. So ist es nicht. Also ich kann schon Horrorspiele spielen, aber die vor der Kamera zu spielen, wisst ihr? Ich meine, hier muss ich das... Was ist hier los? Hier muss ich das Licht ausmachen. Hier muss ich nackt sein, praktisch, wenn man so will. Tür ist... Oh Gott, ich muss meine Pillen nehmen. I need some pills. I got it. I got my pills. Hallo? Dr. Lecter? Dr. Lecter? Dr. Lecter! Die Geräusche sind schon wieder höchst imitiös hier. Ich mach hier mal zu. Kann ich jetzt eigentlich... Man kann die Tür nur in eine Richtung aufmachen. Schau mal. Das sind doch Techniken, die gibt's doch heutzutage noch gar nicht. Ich mach mal das Licht an. Ah, wow. Ist das jetzt angegangen? Hä? Was laberst du gerade? Hast du mich gerade Hurensohn genannt oder was? Okay, wir gehen einfach hier durch. Um Himmels Willen. Ist das ein langer Gang? Ach Gott, ist der lang? That's what she said. Snitch. Kann ich das jetzt nicht beöffnen hier? Nee. Jetzt geht das Licht hier an. Wie geht das? Wer macht das? Warum ist das so? Gut, die Tür ist zu. Die Tür hier enthält... Doch, doch, ich komme jetzt. Was sagst du jetzt davon? Weil du meinst, ich bin blöd, ne? Aber nicht mit mir. Ich bin so gespannt, was das Viech macht, wenn es uns kriegt. Ich bin fast versucht, es beim nächsten Treffen einfach mal umzurennen. Ich, ne, dann... Gott, wer hat denn hier das Wasser laufen? Sind wir da auf der Titanic oder was? Jetzt ist alles zu, jetzt wo ich ja in jede Tür fummel. Warum ist denn die Tür jetzt zu? Egal, egal. Die Tür ist bestimmt offen. Hector steht nicht hier und guckt mich an. Sehr schön. Oh Gott. Gut. Gut, das ist zu sehr gut. Oh, ist das schön. Oh, hört ihr das? Was? Wer war das? Warum hast du gerade so komische Geräusche gemacht? Ich habe so unglaublich Gänsehaut, ne? Voll eklig. Wenn die Geräusche nicht immer so eklig wären hier. Okay, okay. Alles ist gut, solange ich mich nur schnell genug im Kreis drehe. Was? Manchmal glaube ich, wir werden beobachtet, ne? Es hört sich auch immer so an mit diesen blöden Kameras. Generators, okay. Das sind die Generators. What do we got here? None. We got none. Okay, jetzt ist das Licht wieder an hinter uns. Das finde ich so nicht in Ordnung. Wir werden jetzt einfach mal... Oh Gott. Oh Gott, okay. Da ist wieder so eine... Wer labert denn hier? Hier ist wieder so eine Tür. Da ist die Karte schon drin. Aber die ist zu. Wenn jetzt das Viech angerannt kommt, bin ich down. Sag mal, ist hier, die Sicht spackt voll ab, ne? Was ist hier los? Die Karte ist drin, die Tür geht nicht auf. So, wir haben hier Generatoren. Und wir haben hier oben noch eine... Station. Okay. Ah! Wow, 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 wow. Was? Kommt der hier nicht runter?
Wie widerlich der aussieht. Hector, bist du das? Und jetzt ist der Klaus. Klaus! Boah, warte mal kurz. Ist das widerlich? Nee. Ich wollte eben sagen, wenn ich jetzt zurückgehe und dann wieder herkomme, ob er dann weg ist. Jetzt ist hier die einfach die Tür zugemauert, damit er mich richtig anfassen kann, ne? Natürlich. Oh Gott. Was? Voll eklig. Faster, faster. Guck mal, da steht er. Zweimal. Okay, wir machen den anderen Generator an, dann geht bestimmt die Tür irgendwie auf. Weil jetzt ist ja der Weg versperrt. So, Generator, go on and on and... And on and... Hallo? Ja, ich sehe, dass sie uns watchen. Hector, warum geht denn der Generator nicht? Oh, Mensch, ey. Warum hast du den kaputt gemacht, huh? Wer da steht? Ich bin draufgefallen. Ich muss jetzt kurz gucken, was da los ist. Warum geht der nicht? Kann ich hier mit dem Ding irgendwas machen? Ah! Ach, guck mal da. Da steckt da was drin. Wie kann ich das jetzt da rausfummeln? Gar nicht, ne? Ach so, vielleicht muss ich ihn wieder ausmachen. Habe ich ihn angemacht? Okay. Wisst ihr, wenn er losdrehen will, dann kann ich ja nicht meine Hand da reinstecken und irgendwas rausziehen. Das geht ja nicht. Ajo! Ich bin so ein... Ich bin ein Genie. Gut. Machen wir hier auf. Hector? Aber chill da oben auf deiner Brüstung, gell? Chill. Er ist gerade auf dem Witwenbalkon. Er hat Angst, dass ich gleich in die rauschende Bucht... Oh Gott. Oh Gott. In die gichtige... Was? Wer war das? Was? Hector, bitte, umarme mich. Spende mir Wärme in diesen kalten Zeiten der Pissigkeit. Wenn der hier runterkommt auf einmal und seine Hand auf mich legt, dann bin ich wirklich voller Furcht. Voller Ehrfurcht. Geht das jetzt hier auf? Natürlich geht's auf. Hector, ich geh da mal, gell? Warte mal kurz, ich will ihm noch Tschüss sagen. Tschüss! Ich geh nach Hause! Oh Gott. Oh nein, Hector, du kommst mir aber nicht hinterher, gell? Oh, was? Was haben wir denn hier? What do we got here? Ist der Grünzeug? Ich hab so Angst, dass er hinter mir herkommt, ne? Mir stehen die Haare brutal zu Berge, ne? Richtig brutal. Tschüss, Hector. Ich gehe jetzt hier lang und da sind ganz viele Gräser. Und was ist hier bitte? Oh, warum ist hier offen? Ah. What the fuck, Hector? What the fuck? There is a hole in your facility. That can't be. Das ist wirklich überhaupt nicht kinderfreundlich, Hector. Wenn da hier mal jemand zu Besuch kommt, dann bist du aber ganz schön gefickt. Wenn da jemand unterfällt, mein Freund. Da bist du gefickt. Ich krieg die Tür nicht zu, ne? Ich würde so gerne die Tür zu machen. Aber die... Ah, ich bin Profi im Türen zu machen, habe ich gelernt, jahrelang. Boah, das ist fast schon gemütlich hier, ne? Wir sind echt gerade outside. Wir sind gerade fucking outside. Ich komme schon, edle Maid. Ich komme und werde... Nein! Wir sind schon wieder hier? Ah! Was? Wer? Wir sind schon wieder hier in dem Raum. Wir waren doch gerade draußen. Gott, ich werde gerade voll ängstlich. Wir hören mal kurz in die Notes rein. Achtung. My sessions weren't going well, and then they brought me down here. Okay. It's dirty and cold. Yeah. I'm afraid. I haven't seen anyone else. I hear them, though, screaming from the other cells. I'm trying to stay strong. I keep telling myself that I just need to make it one more day. I'm so hungry. We get a single meal a day if we're lucky. Ooh. On the bad days, Caden brings me my food and eats it in front of me. He likes to touch himself when I cry. Widerlich. Kane, wisst ihr noch, Kane? Wir haben schon mal eine Sprachnachricht von ihm bekommen. Also, was heißt eine Sprachnachricht? Wir haben von ihm so einen Zettel gefunden. Wisst ihr was? Ohne Witz jetzt. Mir wäre es fast lieber, einfach in dieses Loch da hinten zu springen, wie hier lang zu gehen. Das ist so ein brutaler Mindfuck. Weil man ständig da ist, wo man gerade nochmal war. Und aber alles ist anders. Und manchmal riecht es auch ganz komisch. Und vor allem... Sicherlich ist bestimmt gleich alles komplett verbaut. Also, so dass wir gar nicht mehr irgendwie zurück können. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt zurück. Ich will jetzt in dieses Loch springen. Nee, ich bin kein Schisshase, Mann. Kommt her, fasst mich an. Ich bin ein cooler Mann. Manchmal kann man mich gar nicht fassen, denn ich bin nicht zu fassen. Ja, ist das denn die Möglichkeit? Oh, we are in a... Ah! Ich weine gleich, ich geh das. Mein Flashlight ist kaputt. Warte kurz, ich muss meine Tabletten nehmen. Hector. Okay, Hector scheint einfach zu verschwinden. Der andere vielleicht auch, diese Krepelgeburt. Wenn wir die Krepelgeburt das nächste Mal sehen, fassen wir sie an. Am liebsten unten rum, aber wahrscheinlich eher im Gesicht. Ich will auch nicht in den Shockroom gehen. Ich habe gehört, da ist gut voll weh, weil man ist ständig geschockt, weißt du? Da kommen immer so krasse Preiskracher und du denkst jedes Mal, what? Eine Xbox so günstig? What? Bitte, hier ist zu. Warum ist er offen? Oh, ein Zettel. Wir haben einen Zettel. Ich mach zu und wir gehen hier in die Ecke. Ich mach die Taschenlampe aus. Wenn hier was reinkommt, sind wir eh gebumst. Achtung, Zettelchen! I haven't seen anyone in days. I feel like I need to throw up, but there's nothing inside me to throw up. Oh. They've stopped feeding me.
It's been 3 days now. I can't stop shivering, but my clothes are always drenched in sweat. The light close to the door keeps going out. I need it to stay on. I can't write without it. I don't want it to be dark. I don't know what to do. I miss the office and the dorms. I miss laying there and watching the second hand of his watch ticking. He was kind to me. One night, after Kane had paid me a visit, I climbed into his bunk and he held me while I sobbed. He made me feel safe. Okay, die wird gerade total mind gefuckt und wahrscheinlich auch körperlich ganz schön durchgenudelt. Sie geht zum Kane, um mit ihm zu kuscheln. Das ist eine krasse Wendung. Sie wird einfach systematisch zerstört von den Wärtern. Ich nehme an, das muss ein Wärter sein, wenn er einfach so freie Hand über die Leute hat. Ich fühle ja gerade, das ist eine gute Stelle, um, glaube ich, einfach mal zu pausieren. Mir stehen eh die Haare schon brutal zu Berge und ich habe richtig Schiss, wirklich. Ich habe jetzt schon 17 Minuten aufgenommen. Ich meine, ich weiß nicht, ob die Aufnahme daraus nicht zu kurz wird. Ach komm, wir machen doch was! Was labert ihr überhaupt? Ihr seid richtig... Gut, wir machen dann hier einfach mal eine Pause. Come on! Hit me! Wo bist du hingegangen? Ich fühl's gerade richtig. Ich bin so richtig hyped, Mann. Fass mich an. Fass mich ruhig auch irgendwo anders an. Oh, Hector. Oh, Doppel-Hector. Double Penetration. Ich weiß nicht, ob ich damit so schnell klarkomme, Hector. Das geht mir alles gerade ein bisschen zu schnell. Wir hätten vielleicht noch kurz essen gehen können. Oh Gott. Hector, warum musst du mich gerade hintenrum so feste? Was? Oh nein, das Loch ist weg. Nein. Mein Loch ist weg. Das Problem kennt natürlich jede Frau. Oh, hier ist zusammengepimmelt. Was, vielleicht können wir hier... Nee, okay. Oh, Leute, es ist krass. Was bin ich für ein Schisshase geworden? Es ist wirklich brutal. Also ich meine, ich spiele ja weiter. Aber wenn ich sowas sehe, wenn mir dieser Hector vorne vor mir erscheint, dann habe ich übelst die Gänsehaut. Sowas habe ich früher nie gehabt. Ich bin richtig ängstlich. Und wenn der Pimmelmann kommt, ihr wisst, wir haben ihn so getauft, weil er so komische Krallen hat, dann weiß ich nicht, was ich machen soll, ne? Soll ich... Ich glaube, er ist schon da. Erstmal Pillchen nehmen. Pimmelmann klingt schon wieder fast ein bisschen belustigend. Aber wenn er dann vor mir steht, dann ist wieder rum mit Pimmelmann, ne? Dann geht's nämlich an den Fistmann. Hector, geh weg von mir auf einmal. Ja, hier ist so ein Weg. Hör auf zu weinen. Das macht mir Angst, wenn du weinst. Dumme Kuh. Okay, wir gehen hier halt noch kurz runter. Aber ich höre gleich mit der Aufnahme auf, gell? Gleich hör mal auf, gell? Super, hier ist verkratzt. Oh Gott. Der Ficker kommt. Wisst ihr was? Ich bin tot. Ich komme nicht an dem vorbei. Der ist über mir. Scheiß drauf, wir gehen ran. Wir sind Kinder und keine Nicht-Kinder. Ciao, ciao!